Hi, hi. Guten Abend, guten Morgen, guten Nachmittag. Ich weiß nicht, wie viel Uhr es bei euch ist, aber hallo, willkommen zum Stream. Wir spielen Merchant of the Sky weiter. Wir haben beim letzten Mal viel mit dem Oktopus gekämpft, mit MC Octo. Wir haben unsere erste Route, unsere erste Handelsroute etabliert. Wir haben ein zweites Schiff und wir haben die Hände aktiviert. Wir haben einiges geschafft und heute machen wir weiter. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Wir können gleich überprüfen, ob der Ton für das Spiel dann auch funktioniert. Und ich würde sagen, wir gehen gleich mal in diese Ansicht und springen wohin, wo man den Ton hören kann. Nein, der Ton ist zu leise. Ich hoffe, so passt der Ton. Und wir können in unsere Kampagne starten. Ist Zeit, mehr Geld zu verdienen. Ja, es ist mehr Zeit. Lass mich nur noch einmal den Chat hier rüberholen. So. Genau. Wo waren wir als letztes Mal? Wir sind mitten im Nichts. Okay. Was haben wir an Inventar dabei? Wir haben Eisen dabei. Wir haben Eisenbarren dabei. Wir haben Sand dabei. Wir haben Flaschen dabei. Wir haben einige Zahnräder dabei. Ein bisschen Energie dabei und ein bisschen Weizen. Eine Weizeninsel hatten wir auch noch nicht besorgt. Womit fangen wir an? Wie viel Geld haben wir aktuell? Wir haben aktuell 12.000. Wie viel Inventar haben wir hier? Wir wollten irgendetwas bauen, wofür wir die Eisenbarren gebraucht haben. Wenn ich wüsste, was das ist. Nein, wir schauen mal ins Tagebuch, was ich vergessen habe, was wir machen wollten. Wir wollen Briefkästen bauen. Ich glaube, dafür brauchen wir die Eisenbarren. Ja, und wir müssen Ressourcen liefern. Insbesondere Tee. Haben wir eine Teeinsel schon gekauft? Genau, und wir wollen die Gasthöfe vor allem versorgen heute. Und wir haben noch eine zweite Schriftrolle. Vielleicht können wir damit noch zum Weisen gehen. Haben wir eine Teeinsel? Ja. Nehmen wir den Tee gleich nochmal mit. Ja, mit unseren Kosten können wir bezahlen. So, wir nehmen den Tee komplett mit. Dann können wir vielleicht schon einige Quests abschließen. Haben wir hier... Hier haben wir eine Holzquest, keine Tee-Quest. Wo müssen wir noch Sachen hinbringen? Hier müssen wir Briefkästen aufbauen. Müssen wir auch Briefkästen aufbauen? Dann können wir einmal schnell nachschauen, was wir dafür Sachen gebraucht haben. Das habe ich nämlich schon wieder vergessen. Um hier einen Briefkasten aufzubauen, brauchen wir Holz und Eisenbahn, das haben wir dabei und können wir gleich erledigen. Mal schauen, ob wir den hier auch gleich noch machen können. Hier bei der Kaufmannsgilde. Können wir auch gleich machen. Jetzt haben wir weitere Aufträge freigeschaltet, aber wir haben noch keine verfügbar. Hier können wir als nächstes
Kästen aufbauen. Briefkästen. Hier auch. Hier muss ich Tee hinliefern. Dann reisen wir doch mal dahin. Mit dem Tee, den wir haben. Das müssen wir hier nach Skyford liefern. Da müssen wir auch Briefkästen bauen. Das heißt, wir müssen da in dem Eck 3 Briefkästen aufstellen. Und hier müssen wir auch einen Briefkasten aufstellen. Also 4. Oder wir haben einfach die Möglichkeit, welche auszuwählen. Briefkasten aufstellen. Und ich kann wieder Gildenaufträge annehmen. Weizen und Tee. Als nächstes brauchen wir echt eine Weizeninsel. Wir können jetzt die Quest mit den Briefkästen abgeben, weil wir genügend Briefkästen gebaut haben. Und wir haben... Oh, wir haben unser... ein weiteres Hauptziel erreicht. Wir haben über 15.000 Geld bekommen. Oder gesammelt. Damit haben wir ein Hauptziel erreicht. Jetzt müssen wir nur noch das Vertrauen der Gasthöfe gewinnen. Und wir lesen gleich den Brief von Onkel Bo. Erstaunlich! Dies wird sicherlich die Kommunikation zwischen den Inseln erleichtern. Ja. Ein Artikel über die Griette. Besuche die Insel Southford. Besuche die Insel Castle Isle. Besuche die Insel Parkpole. Besuche die Insel Stoneborough. Besuche die Insel Southdale. Besuche die Insel Adlerdale. Besuche die Insel Sea Isle. Besuche die Insel Braddale. Besuche die Insel Turtlewise. Und erstatte Bericht in Northhold. Okay. Auf Dauer werden wir das schon schaffen. Hallo, ich bin Schwierigkeiten. Die nächste Zeitungsausgabe erscheint bald, aber wir haben nicht genügend Material. Ira, unsere Journalistin, muss etwas recherchieren. Kannst du ihr helfen? Erzähl mir mehr. Pretty Lady. Hey, kommen wir zur Sache. Ich schreibe einen Artikel über Griette. Kannst du mich auf ein paar Inseln bringen, damit ich die Leute über sie interviewen kann? Ich muss ein paar Geschichten sammeln, um mehr zu erfahren. Los geht's! Ja, kannst einfach mitkommen. Mehr Aufträge können wir nicht annehmen. Wir können nur schnell einmal Energie einsammeln. Können wir irgendetwas verkaufen? Nein. Okay. Dann brauchen wir hierfür Weizen. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal hier runter und kaufen eine Weizeninsel. Nehmen wir Edge Place? Jo. Genau. Die Insel kaufen wir jetzt einfach. Wir haben genügend Geld, also müssen wir uns da keine Gedanken machen. Nein, ich wollte nicht weg. Ich möchte eine Weizenfarm bauen. Dafür brauchen wir Holz und Stein. Okay. Dann will ich doch die Insel verlassen. Und hier Holz einsammeln. Wie viele Hütten haben wir denn hier drauf? Wir haben einige Hütten hier schon drauf. Ich weiß nicht, ob wir da noch mehr hinlagern können. Holz. Und wo ist denn unser Steinbruch? Hier. Wir müssen schnell den Stein einsammeln, bevor der wieder verkauft wird.
Los ist ein Wort mit vielen Verwendungen. Es macht es auch ein bisschen verwirrend. Meinst du los im Sinne von Lotterie und los im Sinne von losgehen? In dem Fall, ja, es sind zwei verschiedene Dinge, aber ansonsten, außer den Zweien, fällt mir gerade keine Bedeutung ein. Wir gehen los. Eigentlich ist los meistens quasi starten. So. Wie viele Edelsteine haben wir denn hier? Ah, es kann noch ein bisschen sammeln. Wir kümmern uns jetzt erstmal hier. Ah, hier hätten wir auch noch Holz gehabt. Egal. So. Jetzt können wir hier eine Weizenfarm aufbauen und die Arbeiter zuweisen. Und ich glaube, wir bauen gleich noch die Mühle und verbessern aber die Weizenfarm so weit wie möglich. Was fehlt? Ja, geh weg. Stein. Die Mühle kriegt auch Arbeiter. Das produziert 8 Weizen am Tag. Und wie viel macht täglich aus 7 Weizen 2 Mehl? Das heißt, wir kriegen einen Weizen pro Tag. Das ist ein bisschen wenig. Das heißt, wir müssen echt noch verbessern. Ah, hier unten ist noch eine haben wir noch eine Insel mit Steinen gekauft. Dann schauen wir mal auf diese Insel und nehmen uns den Stein hier. Damit sollten wir jetzt die Insel ein bisschen verbessern können. Also die Weizeninsel. Einmal hierher. Nicht das Lager will ich verbessern, sondern das hier möchte ich so weit wie es möglich ist verbessern. Dann fehlt uns wieder Holz. Aber wir produzieren jetzt 16 Weizen am Tag und 2 Mehl. Beziehungsweise dann 9 Weizen am Tag und 2 Mehl. Dann will ich natürlich noch aus Mehl Brot backen. Das mache ich mit dem hier. Dafür brauche ich auch Holz. Wir machen jetzt eine Kette. Ich glaube, warum es mich verwirrt hat, war, weil man es allein sehen kann. Ah, weil man es getrennt schreibt. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das verwirrend ist. Wenn es nur los Ausrufezeichen ist, ist es so ein Starten. Ja. Also, dass man wie losgehen, nur man kann es halt auch alleine verwenden. Ah, das ist dann Starten. Etwas anfangen. Ah, ich habe, glaube ich, gar nicht erklärt, warum wir gerade
Brot machen. Unser Ziel jetzt gerade ist, das Vertrauen der Gasthöfe zu gewinnen. Und viele Gasthöfe brauchen Lieferungen an Mehl bzw. Brot. Und das wollen wir jetzt als Kette aufbauen, dass hier eine Insel Brot produziert, sodass wir Brot an die Inseln liefern können. Aus einem Mehl kannst du täglich 4 Brot machen. Jo. Das klingt gut. Und dann verbessern wir noch das Lager, dass alle verschiedenen Sachen hier gelagert werden können. Sehr schön. Und es ist sogar schon Mehl und Weizen produziert. Wir nehmen das Weizen schon mal ein bisschen mit. Und dann lassen wir das einfach ein bisschen produzieren. Was sollen wir hierher liefern? 12 Blumen und 34 Tee. Wir haben nicht genügend Tee und auch keine Blumen dabei. Aber wir können mal wieder... Wir verdienen jetzt mal wieder ein bisschen Geld. Und kaufen nochmal ein Schiff. Obwohl... Sollen wir erst schauen, wo wir es hinbauen? Ich glaube, ich schaue erst, wo ich es hinbaue. Ich gehe mal hier hin. Sie sprechen hier nicht mit Fremden. Das ist nie gut. Auf dieser Insel sprechen sie nicht mit Fremden. Das finde ich nicht schön. Naja, wir müssen es auf einer anderen Insel versuchen. Was kaufen die denn hier? Äpfel. Äpfel haben wir gerade nicht dabei. Die werden gerade verarbeitet. Wie viele Sachen haben wir denn hier? Wir haben... Obwohl, wir haben genügend Äpfel, die noch nicht verarbeitet sind. Die wir mal mitnehmen können. Können wir mal hier die Produktion verbessern? Dazu brauchen wir Glas und mehr Stein. Dann nehmen wir erstmal ein bisschen Äpfel mit. Hier wird der Stein produziert. Ich lasse mich schon wieder von allem ablenken. Mit einem anderen Schiff könnten wir Kapitalismus erobern oder all unser Geld verlieren. Ja, wir kaufen uns dann wieder... Ich will irgendwie wieder ein größeres Schiff kaufen und dann dieses Schiff hernehmen, um die Lager zu beliefern. Ich hoffe, hier wird bald Stein geliefert. Ansonsten, ich lege einfach mal den Stein, den ich dabei habe, hin. So, dann verkaufen wir die Äpfel. Ja, hier lohnen sich nur die Äpfel. Und dann gehen wir nach Northhold. So. Weil hier können wir die Edelsteine verkaufen. Wie viele können wir mittlerweile verkaufen? Geht noch einer mehr? Können mittlerweile 15 Edelsteine auf einmal verkaufen. Und wir haben den Handelsposten wieder gesteigert. Ja, hier,
Ihr könnt es sehen auf der rechten Seite, das Gasthaus. Das müssen wir gerade beliefern. Oder es ist unser Ziel, dass wir das beliefern. Und da müssen wir täglich 2 Brot da haben und einen Apfelsaft. Und da ist auch ein Schiffsbauer. Können wir mal schauen, ob wir von hier ein Schiff nachher kaufen wollen. Dann möchte ich auch einmal auf die Insel der Riesen schauen, in der Hoffnung, dass ich da ein Level habe, weil ich einen bestimmten Skill haben möchte. Nein, wir haben da schon das größte Schiff. Dann schauen wir als erstes hier einmal nochmal beim Schiffswrack vorbei, ob wir jetzt etwas machen können. Ich bin mir richtig sicher, dass du weißt, was du tust. Ja, Brot mit Apfelsaft frühstückst du gern. Ja, Brot mit Apfelsaft klingt nach einem guten Frühstück. Es klingt nach einem sehr leckeren Frühstück. Aber man sollte vielleicht noch irgendwas aufs Brot tun. Trockenes Brot, also Brot ohne Belag oder einen Aufstrich. Manchmal ist es lecker, aber meistens mache ich was drauf. Hier kann ich immer noch nichts machen. Ah! Ja. Ja, du bist nicht alleine. Ja, mehrere Leute hier. Genau. Haben wir ein Level, das ich einsetzen kann? Oh, wir können die Schriftrolle entschlüsseln. Mit 20 Diamanten? Ich habe gerade 15 von 20 Diamanten verkauft. Marmelade und Peanut Butter aufstreichen. Erdnussbutter. Peanut Butter ist Erdnussbutter. Brot mit Käse und Obst ist noch besser. Alles egal, ich schlucke jetzt alles herunter. Ah, ich mag Schokoladenaufstrich am allerliebsten. Also Nutella. habe ich jetzt ein Level eingesetzt? Das hier will ich haben. Und einen weiteren Skill kann ich noch haben. Wir holen noch den Minenleiter. Du bist kein Sklaventreiber, denn du bezahlst deine Arbeiter. Seht ihr? Letzten Stream haben wir darüber Scherze gemacht, dass ich Menschen kaufe. Ich bin kein Sklaventreiber. Ich bezahle meine Arbeiter gut. Damit haben wir eine 15% Chance, dass wir Mindestlohn. Wir zahlen sicherlich mehr als Mindestlohn. wir haben jetzt eine 15%ige Chance, dass wir täglich einen Edelstein mehr bekommen. Können wir die Insel vielleicht... Stopp. Hier leer. Können wir vielleicht die Edelsteininsel noch schneller machen? Dass wir da mehr Edelsteine bekommen täglich? Ah, da stehen die Verbesserungskosten sogar da. Ähm,
Ich weiß es nicht, ob wir das dabei haben. Wir brauchen Eisen. Wir haben doch irgendwo eine Eisenmine, die nur Eisen herstellt, oder? Ja. Sehr schön. Hier werden diese Holzdinger. Einverstanden, Essen ist Essen in diesem Haus. Okay. Alles, was Essen ist, wird gegessen. So. Wir brauchen mehr Eisen. Wir wollen die Schriftrolle entschlüsseln. Wir haben wieder eine geheimnisvolle Schriftrolle. Vielleicht hilft die uns mit irgendetwas weiter. Ich habe selber gerade keine Ahnung, was diese Schriftrolle macht. So. Hey. Nicht laggen. Edelsteinmine verbessern. Jetzt können wir 2 Edelsteine am Tag. Und jetzt kriegen wir 3 Edelsteine am Tag. Jetzt kriegen wir 4 Edelsteine am Tag. Und das ist schon sehr viel. Können wir auch noch selber Edelsteine abbauen? Ja. Wir brauchen 20 Edelsteine. Wir haben jetzt ein paar. Wir haben jetzt 8. Damit haben wir 16. Das heißt, wir brauchen noch 4 Edelsteine. Das heißt, ein Tag muss noch vergehen. Den können wir schnell vergehen lassen, indem wir hier das Weizen abholen. Nein, ich werde manches Essen für dich sparen. Jedermann muss essen. Oh, ich verhungere nicht. Aber es ist schön, dass du an mich denkst. Ich kann mir hier selber Brot machen. Ich verhungere nicht. Ich kann Apfelsaft machen und Brot machen. So, wir haben 20 Edelsteine. Jetzt können wir die Riesen bezahlen. Unsere scheinbar Götter. Keine Ahnung, sie geben uns immer Weisheiten. Prophezeiungen. Wir haben ganz schön viel Geld ausgegeben. Jetzt haben wir nur noch 10.000. Müssen wir gleich wieder Geld verdienen. Wir müssen auch erstmal rauskriegen, wo wir... Informationen zur Schriftrolle aktualisiert. Wirf einen Blick in dein Tagebuch. Machen wir gleich. Wir müssen noch schauen, wo wir ein größeres Schiff herbekommen. Und welches Schiff wir da haben wollen. So, jetzt schauen wir mal in das Tagebuch. Schriftrolle des Wissens 2. Erlangt durch den Aufbau der Glasproduktionskette. Spiele die Melodien den Statuen der Griette vor. Okay. Haben wir 30 Holz, das wir hier abgeben können? Nö. Das war der falsche Knopf. Da oben wäre der weltliche Markt. Da können wir der Kreie etwas vorspielen. Wo müssen wir denn aktuell hinreisen? Die Quest könnten wir abgeben. Da müssen wir hinreisen. Nee, das ist finde ich, die falsche Insel. Ich reise jetzt hier oben hin. Könnten auch auf dem Weg die Edelsteinstädte kaufen. Wer weiß, ob wir die Sachen dabei haben, dass wir die Insel auch noch als Edelsteininsel aufbauen können. Ein Lager.
Und eine Edelsteinmine. Kann erstmal schon anfangen, Edelsteine zu produzieren. Man kann nie genügend Edelsteine haben. Bringt am meisten Geld. So. Wir spielen ihr mal die Melodie vor. Grün, rot, blau, grün, rot, blau. Okay. Und wir fordern den Himmel heraus. Wir unterbrechen jetzt alles andere und machen jetzt diese Quest. Nicht ablenken lassen. Wir schauen nach. Ich esse gerade, deswegen will ich all das essen. Und es ist auch warum, dass ich jetzt keine mehr habe. Was hast du denn gegessen, Medieval? Ich habe vorhin auch gegessen. Also ist schon wieder ein paar Stunden her. Ich habe Käsekreiner mit Kartoffelsalat gegessen. Nimm dich in Acht. Diesmal kommst du mir nicht davon. Zeig, was du kannst. Di, di, di. Fight Club, Fight Club. Kampfzeit. Auf den dritten Versuch. Du hast meine Melodie erraten. Pff, nächstes Mal kriege ich dich dran. Ich hab gewonnen, ich hab gewonnen. Dankeschön. Wo wollte ich jetzt hin? Hier. Wir werden jetzt dreimal kämpfen, weil ich definitiv mir das nicht entgehen lasse. Hier ist das dritte, okay. Gelb, blau, gelb, blau, gelb, blau. Statue 2 aktiviert und wieder MC Oktur herausgefordert. Und wo ist jetzt die dritte Insel? Da war ich. Hier unten. Muss auch was essen, in 30 Minuten wieder zurück. Guten Appetit. Bis später. Nimm dich in Acht, diesmal kommst du mir nicht davon. Ja, du hast nicht so unbedingt die besten Chancen gegen mich. Du hast noch kein einziges Mal gewonnen. Eins richtig, eins an der falschen Stelle und eins falsch. Okay, das Grüne war nicht richtig. Wieder? Meinst du verstehst das Wort wieder nicht? Es ist, ich mache etwas jetzt und mache es dann später nochmal. Ich mache es wieder. Oder in dem Fall eher hoche. Oder, ich hoffe, ich spreche den Namen wieder richtig aus. Hat jetzt zugeschaut. Und jetzt schaut er dann nicht mehr zu, weil er essen muss. Und dann kommt er später wieder zurück. Weil er war ja schon mal da. Und er kommt dann nochmal hierher.
Und dann ist es wieder. Dann mache ich mal ist wieder auch mal richtig. Kommt drauf an, in welchem Satz. Wieder mal. Wieder mal. Ach so, wieder mal. Wieder mal ist. Das heißt, was anders ist. Ich komme wieder zurück. Ich komme wieder zurück heißt jetzt, ist eine kurze Unterbrechung dazwischen drin. Und dann komme ich nochmal hierher. Wieder mal, da ist ein längerer Abstand dazwischen, würde ich sagen. Und es ist auch ein Unterschied, ob ich jetzt, ich mache das mal wieder oder ich mache das wieder mal. Ich mache das mal wieder, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel seit Jahren ein Hobby nicht mehr gemacht habe und dann habe ich wieder Lust, das zu machen. Und dann mache ich das mal wieder. Und wieder mal sage ich eher, wenn jemand einen Fehler häufiger macht. Also, der hat schon wieder, hat wieder mal so einen Scheiß gebaut. Würde mir jetzt spontan als erstes da einfallen. Okay. Das Grüne ist. Nee, das Grüne ist richtig. Aber es ist nicht an der richtigen Stelle. Ich bin jetzt wieder im Spiel. Das Grüne ist richtig, aber nicht an der richtigen Stelle. Das Rot, wahrscheinlich war das Rote richtig und das Gelbe war falsch. Außer das Grüne war generell falsch. Also es ist, das Rote war auf jeden Fall dabei. Das Blaue muss auch dabei sein. Gelb oder Grün muss raus. Das Grüne ist nicht an der richtigen Stelle generell. Also kann ich jetzt versuchen. Rot, Blau, Gelb. Ist, dass du gehört hast, ist, dass du es abschlagen musst. Du kannst wieder ohne mal verwenden. Aber generell ist es wieder etwas tun, da hast du es schon mal gemacht und dann machst du es schon mal wieder. Also machst du es. Du hast es schon mal getan und jetzt machst du es auch. Das, was du damals schon getan hast. Ich mache das wieder, ist meistens eher kurz hintereinander und ich mache das mal wieder, ist längere Zeit dazwischen gefühlt. Aber das ist jetzt mehr gefühlsmäßig, nicht definitionsmäßig erklärt. Okay. Gelb ist falsch. Und Rot war vorhin an der richtigen Stelle. Das heißt, es ist Blau, Rot, Grün. Du hast meine Melodie erraten. Pff, nächstes Mal kriege ich dich dran. Ja, das glaube ich nicht. Glaube ich nicht, weil das hast du die letzten Male auch schon gesagt. Na dann. Die letzte Griet.
Und mal schauen, was dann passiert. Gelb, grün, rot, blau, grün, rot. Neue Insel auf der Karte enthüllt. Und Informationen zur Schriftrolle aktualisiert. Von dem Himmel trotzdem heraus. Was? Schriftrolle des Wissens 2 erlangt durch den Aufbau. Nachdem du für die drei Statuen gespielt hast, ist die Insel mit der letzten Statue erschienen. Ha? Die Insel kennen wir. Da müssen wir hingehen. Da! Die Insel kennen wir noch nicht. Was werden wir auf der Insel finden? Cliffhanger. Wir besiegen ihn ganz schnell, dann kommen wir schnell auf die Insel. Zwei richtig, eins falsch. Ha! Richtig geraten. Du hast meine Melodie erraten. Pff, nächstes Mal kriege ich dich dran. Ja, langsam wird's repetitiv. Es wiederholt sich immer. Griet, die Musikerin? Weil wir Duduk gespielt haben, wir haben Musik gemacht, finden wir jetzt die Musikerin. Und der dürfen wir jetzt ein langes Ständchen spielen. Ein langes Stück. Okay, er hat wieder zurück, ist wieder zurückgekommen. Wir haben noch einen Samen bekommen. Ja, der Oktopus ist wieder zurückgekommen. Und wir haben 5 von 6 Samen. Und da fehlt auch noch etwas. Und noch eine Schriftrolle. Die Samen kriegen wir wahrscheinlich, wenn wir die Gasthöfe haben. Was müssen wir hier machen? Blumen. Blumen haben wir nicht. Aber hat der eine Energiestation? Nö. Hier ist der nächste Ort zum Laden. Und es wurden alle meine Batterien genommen. Warum nimmst du alle meine Batterien? Jetzt muss ich wieder zu den mysteriösen Händen. So, gib mir Kraft. Ich hoffe, das reicht erstmal. In 5 Tagen kann ich wieder kommen. Wieder am orangenen Tag. Und dann möchte ich hier etwas nachschauen. Und zwar, wir können zwei noch hinstellen. Das ist sehr gut. Wir brauchen nämlich jetzt hier die Ladestation und das Karawanenbüro.
Was hat uns gefehlt? Eisen. War es Eisen? Ja, Eisenbahn. Aber wir haben ja mittlerweile einige Eisenbahn. Sprechen ist schwer. So. Ganz viele Eisenbahn. Und dann bauen wir hier ganz schnell eine Energiestation. Und das Karawanenbüro, sobald wir den Stein haben. Ich befürchte, dass dir langsam keinen Stein mehr hierher liefert. Irgendwas stimmt nicht hier. Ups. Einige und eigene. Der Unterschied dazwischen. Einige ist eine Anzahl. Das ist ähnlich wie viel. Ist einige eine Anzahl. Ich würde sagen, einige ist ein bisschen weniger als viel, aber einige ist eine Anzahl. Und eigene ist, was mir gehört. Das ist meine eigene Insel. Die Insel habe ich gekauft, die gehört mir. Das ist meine eigene Insel. Die gehört niemandem anders. Und einige ist die Anzahl, die ich habe. Hier wollte ich das hier mal anschauen. So. Du sollst alles hier bitte einsammeln. Nein. Hier sammelst alles. Lass mich hier runter. Sie sehen so ähnlich aus. Ja, da muss man genau hinschauen. Aber meistens macht im Kontext nur eins Sinn. So, dann bauen wir hier ein Karawanenbüro und wir haben noch nicht entschieden, welches Schiff wir als nächstes kaufen und wie viel Geld wir dafür brauchen. Aber wir haben schon mal das Büro, wo wir es hinschicken. Dann schauen wir mal, was es als Schiffsbauer gibt. Hier definitiv nicht. Hier glaube ich auch nicht, hier auch nicht. Achso, wo ist die Insel? Nee. Mm-mm. Also entweder hier oder da drüben. Schauen wir mal hier, ob es hier eine Insel gibt, die mir dafür gefallen würde. Eine Insel? Ein Schiff. Die mir als Ersatz gefallen würde. Ah, das kaufen wir als nächstes. Die Karacke. Hm.
Das heißt, wir brauchen 11.450. Okay, dann verdienen wir mal kurz ein bisschen Geld. Wir haben hier oben doch eine Edelsteinlagerstätte gekauft. Da können wir mal ein paar Edelsteine holen. Wir haben so viele Sachen dabei, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Wir holen Tee. So. Dann verkaufen wir mal den Tee, glaube ich. Wo können wir denn gut Tee verkaufen? In Cloudview. Na dann, reisen wir da direkt mal runter. So, ich lade einmal das Schiff auf. Und hier ist der Handelsposten. Wir können wahrscheinlich nicht alles verkaufen. Doch, wir können alles verkaufen. Sehr gut. Und wir können sogar noch ein bisschen Weizen verkaufen. So viel, dass wir genau auf den Preis kommen, den sie zahlen können. Und wir haben ein Level. Oh, hallo, Farid. Wir sind gerade dabei, Geld zu verdienen, um ein weiteres Schiff zu kaufen. Ich würde sagen, wir reisen nach. Alter, voll. Wie geht's mir? Mir geht's ganz gut. Ich war ein bisschen beschäftigt die letzten 2 Tage, aber ja, ich werde auch morgen beschäftigt sein wahrscheinlich. Aber so ein bisschen Stream dazwischen, das macht immer ganz viel Spaß. Wie geht's euch allen so? Was habt ihr am Wochenende gemacht? Habt ihr irgendetwas Spannendes erlebt? So. Level eingesetzt. Da sind auch die Edelsteine sehr teuer. Wir haben auch ganz viel Brot schon. Aber erst brauchen wir viel Geld. Und das sieht mir nach sehr viel Geld aus. Wie viele Edelsteine haben wir? Bis wir da sind, haben wir 70 Edelsteine. Das ist ganz schön viel. Passen, glaube ich, nicht einmal alle hier in das Schiff. Nehmen wir mal so viel, wie wir tragen können. Das sind 50. Der Rest kann erstmal hier bleiben. Dafür brauchen wir dann auch noch eine Karawane. Können wir hier schon, können wir hier schon die Sachen aufbauen? Haben wir schon eine Ladestation gebaut? Oh ja. Dann ist als nächstes die Karawane dran, aber wir haben nicht genügend Holz und Stein. Tja. Am Wochenende hast du Programmieren gelernt, ein Buch gelesen und Informationen über Comprehensible Input gesucht. Programmieren ist spannend. Ich habe in der Schule ein bisschen Programmieren gelernt. Und das fand ich immer sehr spannend. Wo... Da reise ich gerade hin.
Also ich fand es immer spannend, aber ich bin nicht sonderlich talentiert darin, alles so, was Code angeht, tue ich mich schwer. Buch, möchtest du mit uns teilen, was du für ein Buch gelesen hast? Und Informationen über Comprehensible Input? Du kannst mal den YouTube-Kanal von Steve Kaufman anschauen. Also schreibt man Kaufmann, also K-A-U-F-M-A-N-N. Der hat die Seite von Link gemacht, LinkU. Und der hat sehr viele, sehr gute Videos zu Comprehensible Input. Die Insel soll ich besuchen. Ja, mache ich da einen Zwischenstopp. Oh, das Lager ist schon voll. Hast du Spaß am Wochenende gehabt? Ich hatte Spaß am Wochenende. Es war anstrengend, aber ich hatte Spaß. Ich war draußen, habe mich mit Freunden getroffen und es war aber den ganzen Tag draußen zu sein und dabei sein Gehirn benutzen zu müssen, kann bei der Hitze sehr anstrengend sein. So, was sagt Ira? Ich habe eine gute Story gefunden. Hast du von dieser furchterregenden Kreatur gehört, die im Fieri-Archipel umhergeht? Man sagt, es sei ein riesiger Oktopus. Oh, den kennen wir. MC Octo. Unser Freund, der immer mit uns kämpft und wir ihn jedes Mal besiegen. Vor langer Zeit war er das einzige Lebewesen, das diese Gegend bewohnte. Dann verstehe ich, warum er so wütend ist oder immer mit uns kämpfen möchte, wenn er ansonsten immer alleine war. Und jetzt hat alle hier leben wollen. Nach der Ankunft der Griet begann deren Konfrontation. Zuerst zerstörte er alles, was sie gebaut hatte, aber dann organisierten sie einige Wettkämpfe unter vier Augen. Beide waren unglaublich stark und niemand konnte dem anderen einen finalen Schlag versetzen. Was mit Griet am Ende passiert ist, ist immer noch unbekannt. Sie ist einfach verschwunden. Vielleicht hat der Oktopus am Ende doch gewonnen? Tja. Ist Okto doch stärker, als wir dachten? Was können wir hier in Schiffen kaufen? Die Fretta. Die wäre ein gutes Schiff für unsere Karawane bei den Edelsteinen. Weil die sehr schnell fährt. Und da gibt es auch die Karacke. Die holen wir uns für die Edelsteine. Brauchen wir 13.500. Du hast Tintenherz gelesen und wie findest du es bisher? Ich habe im Internet Informationen über das Thema, wie kann man Comprehensible Input für einen selber machen, gesucht. Selber Comprehensible Input machen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber ein Versuch ist es wert. So viel kann das Ding nicht zahlen. Wie viel kann das Ding? Dickes Schiff. Noch haben wir es nicht. Genau, es ist schwierig. Ja. Das Einzige, was man versuchen kann, ist vielleicht mit ChatGPT oder sowas zu arbeiten, um sich ein paar Sachen zu holen. Aber ansonsten das ist so etwas, was wir im Discord vielleicht auf Dauer aufbauen könnten, so Webseiten. Ich glaube, es gibt so eine Website, wo es relativ einfache Nachrichten gibt, die man sich anschauen kann, also die in einfachem Deutsch verfasst sind. Die könnten einfacher zu verstehen sein.
Ich würde, das ist so etwas, was ich gerne unserem Discord sammeln würde. So, wenn jemand eine Quelle für Comprehensible Input gefunden hat, auch andere YouTube-Kanäle, dass man es dann einfach da so ein bisschen teilt, was man gut findet. Ja, dass man sich austauschen kann, weil wenn einer was gefunden hat, wird es vielleicht für die anderen auch interessant sein. Ein Schiff, das dick ist? Ja, ein dickes Schiff. Aber es ist jetzt bezogen auf das Schiff, das wir haben oder auf das Schiff, das wir kaufen wollen, die Karacke. Hier können wir, glaube ich, ein paar mehr Edelsteine verkaufen. Aber auch nicht so viele. So. Jetzt haben wir genügend Geld. Money Morning ist halt das Beste und Einzige. Das Beste? Vielleicht? Das Einzige? Mit Sicherheit nicht. Ich habe selber schon einige andere Kanäle gesehen, die Comprehensible Input machen, aber halt nicht mit Computerspielen. Aber die haben auch relativ guten Content. Und das Beste ist ja immer, subjektiv. Ich habe noch viel, viel zu verbessern. Ich habe noch einiges zu tun. So bescheiden. Naja, ich bin immer noch am Anfang von dem Lernen, wie kann ich besser den Stream gestalten, dass er interessanter ist zum Anschauen? Wie kann ich die Videos gestalten, dass ich immer was Lustiges mache? Ja, ich habe ein paar Ideen, die ich noch umsetzen möchte, aber ich habe noch nicht die Zeit und die Mittel, um sie umzusetzen. Also eines Tages in der Zukunft werde ich sie umsetzen können, die Ideen, die alle in meinem Kopf sind, aber noch kann ich sie nicht alle umsetzen. Aber eines Tages wird es besser. Discord, Link und YouTube helfen mir sehr viel, hab nur keine Sorgen und versuch was zu wissen. Ich werde daran arbeiten. Und ihr könnt mir im Discord jedes Mal auch Feedback geben, wenn ihr sagt, irgendwas war nicht sonderlich gut. Konstruktive Kritik ist immer gern gesehen. Und versuchen, was ich möchte, werde ich. Ich habe noch einige Ideen, die ich zumindest ausprobieren möchte, die ich noch nicht auf YouTube gesehen habe. Und die eines Tages werde ich sie umsetzen können. Genau. Eine gute Idee, Comics lesen, das einfach ist als Bücher, weil es da Bilder gibt. Richtig, Bilderbücher. Sowohl Comics, da gibt es ja auch einige, auch Mangas gibt es zum Beispiel auf Deutsch. Ich habe nur keine zu Hause aktuell. Oder auch so Marvel-Comics oder Asterix und Obelix zum Beispiel. Und dementsprechend Comics definitiv. Oder auch eben, wenn man irgendwo her Kinderbücher bekommen kann mit Bildern, ist auch sehr gut. Genau. Monday ist am besten. Dankeschön. Die Richtung, die du eingeschlagen hast, ist doch das Wichtigste am Anfang. Und die finde ich mega toll. Danke. Ihr seid so lieb. Ja, die Richtung wird auch bleiben. Also ich will auch weiter bei Spielen bleiben. Aber ein paar von euch wissen es ja schon. Ein paar von euch wissen schon, dass ich noch an einem Projekt arbeite. Die erste Phase ist abgeschlossen. Und mal schauen, wann ich sie fertig bekomme, dass sie veröffentlicht werden kann. Also mir fehlen noch Phase 2 und 3. Von dem einen Projekt. Und dann bin ich mal gespannt, was ihr davon haltet. Ich werde noch nicht viel verraten jetzt. Aber ich bin gespannt, ob das gut ist.
Und eine weitere Idee, die ist noch in weiter Zukunft. Ja, da fehlt auch noch einiges. Aber es hat beides mit Computerspielen zu tun. Ich kann gar nichts lesen außerhalb von Monday Morning Untertiteln. Ich gebe mir Mühe, dass die Untertitel gut sind. Ich habe immer auch mal wieder was versteckt da drin. Wenn ich ein falsches Wort verwendet habe und das im Schnitt merke, dann habe ich immer in Klammern ein X dahinter, damit man, wenn man die Untertitel weiß, wenn man die Untertitel liest, weiß, dass ich das Wort falsch verwendet habe. Weil es passiert mir schon auch, dass ich mal auf die Schnelle ein falsches Wort sage und es dann nicht einmal mehr merke. Und dann mache ich euch eine Notiz in den Untertitel, dass es das falsche Wort war. Cheating? Ja, die Magie von Videoschnitt. Die gibt's beim Livestream nicht. Da muss ich selber merken, wenn ich ein falsches Wort gesagt habe. Ich habe auch schon Sätze rausgeschnitten, die einfach keinen Sinn gemacht haben, weil ich schneller gesprochen habe, als ich gedacht habe. Das passiert mir zu häufig. Ich habe den Mann getroffen. Spiel? Ja? Weiterspielen? Ich habe den Mann getroffen, der glaubt, dass Fieri vor Greer tatsächlich bewohnt war. Er sagt, sie hätten an den Gott des Sturmes geglaubt und zu ihm gebetet. Das ist interessant. Der Gott des Sturmes antwortete ihnen, indem er seine Tochter schickte, die uns als Greer bekannt ist. Sie kam zu diesen Menschen und brachte die Sturmkraft mit. Das ist eine interessante Theorie. Greer hat die mysteriösen Hände als Energiespeicher gebaut und den Menschen dann beigebracht, wie man Ladestationen baut. Als die neue Energiequelle erschien, begann die Bevölkerung des Fieri-Archipels schnell zu wachsen. Das macht Sinn. Na gut, ob es Sinn macht, dass der Gott seine Tochter geschickt hat, ist eine andere Sache, aber dass das Fieri-Archipel mehr gewachsen ist, nachdem sie eine Energiequelle hatten, das macht schon Sinn. So. Wir sind am Geld verdienen. Okay. Hier ist Geld da. Dann gehen wir mal hier hin. Wir haben nicht viele Edelsteine und die wollen verkauft werden. Ich glaube, Redham. Nee, nicht Redham. Goldview? Nein. Ne, irgendwo muss es noch hier Edelsteine geben, die ich, also einen Ort geben, wo ich Edelsteine verkaufen kann. Mal schauen, wo der ist. Ja, das war einer zu viel. Die Edelsteine sind begeistert, gekauft zu sein. Wenn sich die Edelsteine darüber freuen, gekauft zu werden, dann ist das gut für die Edelsteine. Aber die Leute haben nicht so viel Geld, dass sie sich alle Edelsteine leisten können. Da sind wir noch am Arbeiten. Dann gehen wir da wieder zurück. Ja, die haben auch nicht mehr so viel Geld. Dann müssen wir jetzt damit erstmal leben. Und dann gehen wir hier hin. Wir haben wieder ein bisschen Geldpuffer. Das heißt, wir kaufen uns jetzt ein weiteres Schiff und können mit unserer Hauptmission anfangen. Für den heutigen Tag. Nein, nicht hier. Wir kaufen jetzt als erstes das Schiff. Das ist das erste Schiff, das wir kaufen. Und das neue Schiff benutzen wir. Das alte schicken wir nach Landbeam. Ich hoffe, das war jetzt die richtige Insel. Nein. Kann ich hier das Schiff irgendwie...
der anderen Karawane zuweisen. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, dass das Schiff nicht hier ist? Nicht hier startet? Ich sehe jetzt keine. Das ist ungünstig. Erstes Ziel hier. Und hier werden so viel Apfelsaft eingelagert wie möglich. Dann geht's weiter. Neue Aktion. Hierhin. Fracht verladen. Nein. Ganz viel Brot. Mein Gott, wir haben ein größeres Schiff. Wir haben das neue Schiff gerade 2 Minuten vielleicht gefühlt. So. Dann neue Aktion. Ja. Hierhin. Dann Brot und Apfelsaft liefern. Wo müssen wir noch Brot und Apfelsaft liefern? Es muss noch weitere Gasthäuser geben. Über das Navigationsfeld. Hier können wir nachschauen, wo Gasthäuser sind. 2 Minuten, diese Welt verwirrt mich. Naja, ich kann, sobald ich das Geld habe. Kann ich ja das relativ schnell kaufen. Hier waren wir. Das ist das da drüben. Cloudfall ist da oben. Dann ist Aldersgar. Dann machen wir das hier zuerst. Dann gehen wir hier hin, liefern Brot und Apfelsaft und dann machen wir noch die 4. Insel. Und liefern Brot und Apfelsaft. Und dann soll's die Route wiederholen. Okay. Mal schauen. Jetzt haben wir hier wieder Geld zur Verfügung, das wir bekommen können, indem wir Edelsteine dafür eintauschen. Ich bin jetzt gespannt, ob es funktioniert, unsere Karawane. Okay.
Das nächste, was wir dann danach machen, ist dieses andere Schiff für hier zu kaufen. Dafür brauchen wir aber mehr Geld. Das heißt, wir verkaufen mal... Ah, wir können mal die Quest machen mit dem Tee und dem... Tee, Blumen, Holz. Wir haben einige Quests. So, dann hier. Ja, dass das Lager voll ist, wundert mich nicht. Wie kannst du es einmal verbessern? Oder zweimal? So. Dann, was müssen wir alles abgeben? Hier brauchen wir auch noch Tee. Tee habe ich gerade nicht dabei. Wo sind die anderen Quests? Hier unten. Blumen und Tee. Hier Holz. Holz ist gut. Was muss ich da oben abgeben? Hier muss ich die Insel nur besuchen. Okay. Das kriegen wir hin. Hier geben wir Holz ab. Ein Schiff zu kaufen haben wir hier nicht. Nö. Aber Tee können wir hier holen. Das reicht aber nicht für all die Tee-Quests, die wir haben. So. Dann machen wir hier einen Zwischenstopp. Und sammeln die Edelsteine. Und reisen hier hin. Wie viele Schiffe brauchen wir? Wir brauchen nur so viele, wie wir haben wollen. Also, wir können unendlich viele Schiffe kaufen. Wir können für alles hier Schiffe einsetzen, was wir wollen. Ein Schiff möchte ich haben, das hier die Edelsteine einsammelt und verkauft automatisch, dass wir unendlich viel Geld bekommen. Daran arbeite ich jetzt gerade. Ein bis zwei Schiffe sollen dann irgendwann die Gasthäuser hier versorgen. Besser wahrscheinlich zwei Schiffe, weil ich befürchte, dass das ansonsten nicht sonderlich gut funktioniert. Also, dass ich dann eins für die zwei Stellen hier habe und dass ich dann noch ein zweites für die anderen beiden hier auf der Seite aufbauen werde. Ja, das muss ich dann mal schauen. Wie wir dann die Hauptquest schaffen. Ansonsten können wir natürlich alles automatisieren, dass es verkauft wird, aber das wird wahrscheinlich nicht mehr nötig sein. Ich habe Tee gekauft.
Wie viel Tee habe ich? Ich habe 45. Und ich habe genügend Edelsteine dafür. Jetzt können wir einmal hier rüber reisen. Und das hier abgeben. Die Quest. Was ist dann der nächste Gildenauftrag? Weizen und Mehl. Das ist jetzt kein großes Problem. Haben wir nicht sogar schon genügend Weizen? Nein, haben wir nicht. Wir haben hier... Lass das Geld sich selbst machen. Ja, das Geld wird sich selbst einfach vermehren. Passives Einkommen. Der Plan klingt gut. Siehst du? Ich bin hier Veteranenhändlerin. So, und jetzt machen wir direkt einfach... Noch müssen wir das Geld selber verdienen, indem wir hierhin reisen. Können wir immer noch nicht. So. Hierhin. Hier können wir Edelsteine verkaufen. Gleich haben wir auch die 14.000 wieder für das andere Schiff. Und dann können wir ein Schiff machen, um die Edelsteine zu... die Edelsteine zu verdienen, zu Geld zu machen. Sie sagten Gret, bevor sie Fieri erreichte, das noch einmal. Sie sagten, dass Gret, bevor sie Fieri erreichte, eine Piratin war. Sie hat sich viele Feinde gemacht. Sie war auf der Flucht vor ihnen und dabei fand sie das Archipel. Ich frage mich, ob das ist, was wirklich passiert ist. Wäre auf jeden Fall eine andere Geschichte, als dass sie die Tochter eines Gottes war. Schreib mir, ich will das, wenn du richtig Knete machen willst, dann werde ich dir meine geheimen Tipps verraten. Ich verrate euch auch meine geheimen Tipps, um Geld zu verdienen. Arbeiten. Ja, ich meine, wir haben gearbeitet, wir haben unser Geld richtig eingesetzt und wir haben Minen gebaut. Ja. hier die Insel müssen wir als nächstes besuchen. Und da müsste auch irgendwo in der Nähe... Hier oben ist dann die Insel, wo wir dann wieder die Edelsteine verkaufen können. Die beste Händlerin, Verbrechen? Verbrechen? Macht gerade Verbrechen? Was meinst du mit Verbrechen? Bin ich kriminell? Arbeiten an Minen. Na gut. Bist du auch in der Mine arbeiten? Ich meine, ich bezahle meine Leute. Und Edelsteine ist ein lukratives Geschäft. Aber du kannst auch gerne auf der Weizenfarm arbeiten. Du kannst auch gerne bei den Blumen, beim Blumenpflücken arbeiten. Aber hier gibt es leider relativ wenig... Hier gibt's, in diesem Archipel gibt es irgendwie viel körperliche Arbeit und wenig geistige Arbeit. Ich glaube, ich bin die Einzige, die geistige Arbeit hat. Ich bin mir sicher, dass es halt einfach nur so ist, weil es hier ums Handeln geht.
zu. Dann verkaufen wir die Edelsteine. Es sind immer noch zu viele, dass wir sie auf einmal verkaufen können. Vielleicht, alles Geld könnte eine Verbrecherin machen. Du hast doch zugeschaut, dass ich es legal verdient habe. Oh, shit. Leute, kurz Pause. Ich mach mal kurz den Stream aus. Ich komm vielleicht gleich wieder. Ich glaube, meine Lampe ist gerade kaputt gegangen. Da war gerade Rauch in meiner Lampe. Ich schau mir das an. Vielleicht, ich komm gleich wieder online. Es riecht nach Rauch. Es tut mir leid, ich bin kurz weg. vielleicht, ich komm wahrscheinlich nochmal als Stream online, aber ich weiß noch nicht wann. Bis später.